Freitagabend im zweiten deutschen Fernsehen. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Tja, liebe Zuschauer, eine Schweizer Zeitung nennt Uli Hoeneß den Zauberer wegen seiner hochkomplexen Finanzgeschäfte. Dass der Fußballmanager Millionen aus dem Hut zog wie andere Kaninchen, kommt vielen immer noch irgendwie vor wie Zauberei. Und außerdem beherrschte er ja auch den Trick, Geld vor den Augen des deutschen Finanzamtes verschwinden zu lassen. Dafür jedenfalls wurde er in einem kurzen Prozess verurteilt, muss eine Millionenstrafe zahlen und demnächst ins Gefängnis. Ist Uli Hoeneß damit gestraft genug? Sind mit dem Urteil auch alle Fragen beantwortet, die seine Selbstanzeige, die Devisengeschäfte in der Schweiz und der Prozess selbst aufgeworfen haben? Ist Deutschland nach diesem Urteil ein Stück ehrlicher geworden? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Gerhard Strate. Der Strafverteidiger ist sicher. Hoeneß wird höchstens 3 Wochen im Gefängnis sein. Den Rest seiner Strafe wird er als Freigänger verbüßen. Gerhard Strate sitzt links neben Ihnen. Sie sind ein erfolgreicher Strafverteidiger, Herr Strate. In Ihren Augen ist dieses Urteil zu milde? Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das ist okay. Und Sie empfinden es als gerecht. Ist es in Ihren Augen zu nett? Also so erfolgreich wie die Verteidiger hier für Herrn Hoeneß war ich selber noch nie. Also das, man muss sagen, das ist exzellente Arbeit, was dort geleistet worden ist in Bayern. Und ich glaube, das kann ich auch mit Sicherheit sagen, ist noch nie jemand für eine Hinterziehungssumme von 28 Millionen Euro nur zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren, 6 Monaten verurteilt worden. Korrekt. Mhm. Das Urteil hat konzidiert, dass es die Selbstanzeige gab, wenn auch unvollständig. Das hat offensichtlich auch konzidiert, dass es sich um einen nicht besonders schweren Fall handeln soll. Was hätten Sie denn gedacht, wo man landen muss im Strafmaß? Also die Selbstanzeige, die missglückte Selbstanzeige war ja schon bei der Frage mit einbezogen worden, ob jetzt überhaupt ein schwerer Fall vorliegt oder nicht. Also ich hatte einen Mandanten, der bei der gleichen Kammer im Mai letzten Jahres verurteilt worden war. Es war ein Bauer vom Tegernsee, der hatte seinen Gutshof auch für österreichische Mineralölsteuerhinterzieher zur Verfügung gestellt, um dort ein Tanklager aufzurichten, und hat quasi denen beigeholfen. Und der hat ein Urteil bekommen von 4 Jahren für eine Hinterziehungssumme von insgesamt 3 Millionen Euro. Mhm. Und in den Strafzumessungsgründen schreibt das gleiche Gericht, was jetzt hier Herrn Hoeneß zu 3 Jahren, 6 Monaten verurteilt hat, dass für jede Steuerhinterziehung, die über 100.000 Euro geht, eine Mindeststrafe, eine Einsatzstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten angesetzt werden muss. Um auf jeden Fall Bewährung zu verhindern? Nein, das zeigt nur die Maßstäbe, die bei dieser Kammer sonst eigentlich angelegt worden sind. Okay. Hoeneß ist natürlich ein Sonderfall, das ist ein bayerischer Nationalheld. Und da ist möglicherweise auch irgendwie etwas anderes in die Strafzumessungserwägung mit eingeflossen. Warum waren sich alle Prozessbeteiligten einig, dass ein kurzer Prozess im wahrsten Sinne des Wortes ausreichen würde? Offensichtlich der Richter, die Verteidiger als auch der Staatsanwalt. Ja, was da abgelaufen ist, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich kenne ja meine Pappenheimer, also bei der Justiz. Es ist hier sicherlich einiges ungewöhnlich. Nicht nur diese 4 Tage hintereinander, das ist ein gewisses Strapazo, aber so viel hat man ja gar nicht verhandelt. Am dritten Tag war es nur 1 Stunde. Insgesamt hat man insgesamt wohl 8 Stunden gesessen, hat man jemand ausgerechnet. Ich weiß nicht, Herr Röhrig, vielleicht können Sie es bestätigen. Kommt so ungefähr. Was ungewöhnlich ist bei diesem Prozess, es wurde ja am Anfang suggeriert, die Verteidigung, die natürlich im Ergebnis glänzend gearbeitet hat, aber habe auch ein juristisches Thema. Dieses juristische Thema Selbstanzeige war aber tatsächlich gar keines. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, in der die Verteidigung das präsentiert, nämlich war nun die Steuererklärung vollständig oder nicht. Mhm. Darum geht es bei diesem Strafaufhebungsgrund der straffreien Selbstanzeige nicht. Es muss dort immer dreierlei erfüllt sein. Und zwar einmal die Selbstanzeige. Des Weiteren muss die Steuer, wir haben es ja eben angesprochen, auch festgesetzt sein. Und dann muss der Steuerpflichtige noch eine Frist bekommen zur Entrichtung. Wenn alles erfüllt ist, wenn er die Steuern entrichtet hat, dann erst kriegt er die Strafbefreiung. Mhm. Das stand hier aber gar nicht zur Debatte. Der Verteidiger hat nicht den Antrag gestellt, den Prozess auszusetzen, damit wir noch die Steuer berechnen können. Deshalb war von vornherein diese Verteidigung auf die strafbefreiende Wirkung dieser Selbstanzeige eine einzige Inszenierung. Für die Öffentlichkeit. Also das ist ein Profi, der dort gesessen hat, der weiß, dass er nie und nimmer
hier irgendwie etwas erreichen kann mit dem Thema straffreie Selbstanzeige, solange die Steuern nicht festgesetzt sind. Weil schon zwei wichtige Kriterien nicht erfüllt waren. Ja, die anderen beiden sind nicht gekriegt und man hat da von vornherein darauf verzichtet. Mhm. Und das macht mich misstrauisch bei der ganzen Geschichte. Das macht Sie misstrauisch? Nun auch zur Kenntnis genommen, dass irgendwann nach Ostern Uli Hoeneß ins Gefängnis muss. Sie haben wir zitiert mit dem Bemerken, dass er gegebenenfalls gar nicht so schnell und gar nicht so lange im Gefängnis sitzen wird, sondern relativ schnell zu einem Freigänger werden wird. Woran machen Sie das fest? Also das ist natürlich alles Spekulation. Nur die Vorgeschichte dieses Urteils, also diese 4 Tage und was wir dort gesehen haben, beziehungsweise auch gerade nicht erlebt haben, nämlich eine Verteidigung, die im Grunde gar nichts machen muss. Das Schiff ist schon sicher im Hafen. Den Sturm hat man schon längst hinter sich. Man baut eine Verteidigung auf, die im Grunde gar keine ist, aber ist trotzdem absolut effektiv. Das macht mich schon misstrauisch im Hinblick auf die auch übrigen Verfahrensbeteiligten. Mhm. Ein Verteidiger, der so ein Profi ist wie der Verteidiger jetzt von Herrn Hoeneß, der agiert nicht so, wenn er nicht ohnehin schon einige Erwartungen hat, was auch sonst noch mit seinem Mandanten passieren. Nee, dass der schnell freikommt in Freigang, da glauben Sie doch nicht, hören Sie mal. Das glaube ich schon. Zu jedem Punktspiel von Bayern München da, jeden Samstag oder was? Wissen Sie, es nicht so, dass... Herr Lehmann, wir sind ja Gott sei Dank hier auch mit 2 Juristen dabei, Sie kennen einfach die Gesetze nicht. Nee, Gott sei Dank. Ja. Ab und zu habe ich normalen menschlichen Grundverstand. Das ist keine Arroganz. Ich verstehe Strafvollzugsgesetze. Sehen den offenen Vollzug als Regelvollzug vor. Ja. Das ist auch in Bayern so. Und man kann, da muss eine Konferenz zusammentreten und die wird dann sagen, bestehen irgendwelche Anhaltspunkte, dass Hoeneß Lockerungen missbrauchen wird. Da wird es niemanden an dem Konferenztisch geben, der das dann bejaht. Ja. Mhm. Und dann ist er auch fähig, Vollzugslockerung zu bekommen. Und die können schon sehr früh einsetzen. Im Grunde schon quasi vom ersten Tag des Vollzuges an. Ich denke nach einem Jahr erst. Ja, Herr Lehmann, wir können ja in 3 Wochen uns nochmal zusammen telefonieren. Und dann, ich will das so gern wissen, wie das juristisch ist. Ich dachte, nach einem Jahr der die Möglichkeit. Das ist nochmal Verhandlungssache und auch das kann sich... Nein, das wird nicht so abgesprochen. Das ist ohnehin mit diesem ganzen Deal. Das hat natürlich nie jetzt eine ausdrückliche Absprache gegeben, dass sie zusammengesetzt sind. Es gibt ja viele Herabstufungen darunter. Signalisierte Erwartungen. Es gibt stille Einverständnisse. Es gibt verschwiegene Einverständnisse. Sie waren schon mal Thema großer Literatur. Oh Gott. All sowas gibt es hier in dieser Strafjustiz und in Bayern ganz besonders. Ja? Ich habe hier Dinge erlebt, die man sonst nicht für möglich hält. Und deshalb bin ich da auch misstrauisch. Und wenn mich jetzt beispielsweise auch ein Kollege gestern anruft, deshalb fürchte ich mich jetzt ganz furchtbar, der mir mitgeteilt hat, wenn du das noch einmal sagst mit dem Deal, den du hier vermutest und da keine Anhaltspunkte für hast, dann wird dir das Gleiche passieren wie dem Stern, der nämlich jetzt belegt worden ist mit einer Unterlassungsverfügung irgendeiner Pressekammer, die nichts mehr weiß von Meinungsäußerungsfreiheit, sondern nur noch weiß etwas vom Persönlichkeitsrechtsschutz. Aber ich denke, das sind natürlich alles Vermutungen, aber ich kenne die Atmosphäre auch in Bayern, ich kenne die Atmosphäre, wie man zu bestimmten Entscheidungen kommt, ich kenne auch die Faktoren, die dann möglicherweise solche Vollzugsentscheidungen beeinflussen. Eins möchte ich noch sagen. Sie möchten sagen, dass Sie es ungerecht finden? Ja, natürlich. Wir haben in Hessen einen Fall gehabt, einen Juwelier in Offenbach. Der hat 9 Jahre bekommen für deutlich weniger. Ja. Deutlich weniger, als das für den Hoeneß ist. Und deswegen die 3,5 Jahre... Das bringt natürlich, das hat Herr Kubicki ja vorhin auch gesagt, keine Vergewaltiger, jeder Fall, die müssen nur 2 Jahre... Jeder Fall ist anders, aber trotzdem müssen wir immer bestimmte gleichmäßige Maßstäbe haben. Wenn wir eindeutige Hinweise darauf haben, dass sie nicht Maßstab gerecht sind, was hier passiert. Okay. Vollzug ist ja Ländersache. Mhm. Und wir haben unterschiedliche Regelungen. Wenn Hoeneß in Berlin wohnen würde, würde er sofort in den offenen Vollzug als Ersttäter geladen. Nee. Ja, aber auch die Landesvollzugsgesetze sind schwach. Das heißt, in Bayern muss er bevor er in offenen Vollzug kommt, mindestens 14 Tage erstmal reinsetzen. Da freue ich mich aber, wenn ich nicht darin baue. Ich vermute mal, dass das nach 3-4 Monaten der Fall sein wird. Aber auch der offene Vollzug muss er mindestens 14 Tage. Wir telefonieren auch in 3 Monaten nochmal. Telefonieren dann alle nochmal? Herr Strate, es bleibt festzuhalten, dadurch, dass wir keine Revision haben, auch die Staatsanwaltschaft nicht um eine Revision gebeten hat nach diesem Prozess, um die Dinge ein bisschen besser zu klären und zu erklären gegebenenfalls, auch die Verteidigung nicht in Revision gegangen ist, dass nun offensichtlich Journalisten dieses aufklären müssen oder es wenigstens versuchen? Sie tun es ja. Mhm. Und wenn ich Herrn Röhrig hier an meiner Seite habe, weiß ich, dass diese Aufklärung
Aufklärungsaufgabe auch in guten Händen ist. Mhm. Ich denke, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Hm. Auch nicht in Bezug auf Herrn Hoeneß. Also ich meine, dass da noch weiter recherchiert werden sollte. Herr Röhrig hat auch formuliert, dass er glaubt, dass mit diesem Prozess und dem Verfahren Deutschland ehrlicher geworden ist. Glauben Sie das auch, dass wir... Nee, das glaube ich absolut nicht. Da müssen Sie richtig lachen. Okay. Ja. Ich habe hier vorhin am Anfang erklärt, dass ich ausgehend von dem Verhalten der Verteidigung, was ich für eine einzige Inszenierung halte mit dieser angeblichen Bedeutung dieser Selbstanzeige, das wusste dieser Verteidiger von vornherein, dass sie keine Bedeutung hat. Wenn da so eine Inszenierung von Seiten der Verteidigung stattfindet, aber trotzdem so ein wunderbares Ergebnis eingefahren wird. Ich meine, ich habe meinen Job offenbar falsch begriffen und vieles nicht gelernt, was andere Kollegen beherrschen, dass sie für nichts tun, eine Strafe bekommen, die so milde ist. Wir wollen trotzdem noch mal nach den politischen Konsequenzen schauen. Ist die Gesetzesanzeige eigentlich noch attraktiv, wenn diese Strafzinsen so erhöht werden? Ich denke, dass eventuell sogar ein gegenteiliger Effekt eintritt. Mhm. Also das Geld findet immer seinen Weg. Ja? Und man soll nicht denken, wenn man jetzt die Schweiz irgendwie transparent macht oder Liechtenstein, dass wir nicht dann auch noch Zypern oder Singapur hätten. Das USA. Geld findet immer seinen Weg. Oder auch in den USA. Man kriegt aus den USA keine Informationen. Ja, und deshalb, ich habe auch ein bisschen Angst, verzeihen Sie mir, Frau Roth, wenn Sie hier die Transparenz predigen. Das hat natürlich absolut sofort den Beifall hervorgerufen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Also ich möchte immer noch auch in einer Gesellschaft leben, wo ich einige kleine Ecken habe, wo ich auch privat bin. Nicht nur, was meine Gedanken anbelangt, nicht nur, was meine Briefe anbelangt, die ich schreibe, sondern auch, was meine Finanzen anbelangt. Und wenn jetzt wir grenzenlose Transparenz haben, jede Bank über jede Kontobewegung quasi sofort das Finanzamt informieren muss, das wäre für mich eine Katastrophe. In einem solchen Land möchte ich nicht mehr leben. Dann wandere ich auch aus nach Singapur. Vielleicht darf ich das ergänzen. Nee. Weil Frau Roth, dann kommen die aber auch. Die Schweiz kennt Steuerhinterziehung als Straftatbestand überhaupt nicht. Und trotzdem funktioniert der Staat. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, was dort anders geregelt ist, auch im Verhältnis der Bevölkerung zu den politisch Verantwortlichen. Offensichtlich hat die Schweiz ja aber grundsätzlich in dieser Hinsicht ihre Politik verändert. Und eben nein, aus einer Schweiz in der Schweiz können Sie nicht straffällig einer Steuerhinterziehung werden. Es gibt den Straftatbestand überhaupt nicht. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass man die Selbstanzeige noch verschärfen sollte. Wenn man Steuerberater hört, der wäre hier am Tisch, das ist so stringent, das ist so hart aber formuliert. Aber sie ist nun verschärft worden. Wer verdient dann außer Anwälten, wenn es tatsächlich kräftig. Für den Steuersünder... Der Staat und die Anwälte. Aber das ist der Punkt. Gut, bei den Anwälten ist es doch in Ordnung, oder nicht? Ja, in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Aber es muss Qualität sein. Was man so hört, ist, dass viele Selbstanzeigen deswegen unwirksam sein, weil die Anwälte luschen sind. Also da muss ihre Zunft sich auch ein bisschen zusammenreißen. Also ich würde auch nicht zum Anwalt gehen. Das können Sie von ausgehen. Ich möchte zum Thema Singapur. Ich möchte zum Thema Experten... Wir sind noch mal bei Ihnen, Frau Roth, und bei der Krankenkasse. Und dass, wenn wir so viel mehr über uns wissen, wir eigentlich auch adäquat viel mehr bereit sein sollten zu verzeihen. Ist das ein Gedanke, der Ihnen auch manchmal kommt? Also verzeihen natürlich. Und Resozialisierung ist ein ganz, ganz hohes Gut. Ich bin ja mal gefragt worden, kann Uli Hoeneß wieder eine herausragende Rolle bei Bayern München spielen? Ja, selbstverständlich. Resozialisierung heißt, wenn jemand seine Strafe, jetzt kann man drüber reden, war sie hoch genug oder nicht, wenn er die abgegolten hat, dann ist er natürlich wieder, dann muss er natürlich wieder die Möglichkeit haben, gleichberechtigt teilzunehmen. Das ist für mich die Logik von unserem Rechtsstaat. Ja, das ist ein Grundprinzip. Ja. Das ist mehrfach so entschieden worden vom Bundesverfassungsgericht und gilt. Ja. Ja, Darf ich mit Goethe schließen? Bitte. Nach einem tiefen Fall folgt oft ein höheres Glück. Mhm. Vielleicht haben wir was. Oh. Und wenn ihr sogar schon noch höher.